Ja, vielleicht sollte man auch mal die wirtschaftlichen Beziehungen im Auge behalten. Das deutsch-weißrussische Handelsvolumen hat in den letzten Jahren konstant etwa 2 Milliarden Euro betragen, wobei es vor allem Deutschland ist, das nach Weißrussland exportiert. Ja, ja, ich höre schon das Gejaule der Moralheuchler. Menschenrechte müssen Vorrang haben, wirtschaftliche Interessen dahinter zurückstehen. Ja, sicher doch. Merkwürdig, dass es nie um die viel zitierten Menschenrechte geht in arabischen und in muslimischen Ländern, wo die bevorzugte Hetzschelgruppen des links-grünen Bündnis Politreigens, nämlich die Homosexuellen, wenig bis gar keine Menschenrechte haben. Übrigens wird dort auch der weiblichen Hälfte der Menschheit diese Rechte versagt. Da spielen die einseitig bemühten Menschenrechte plötzlich keine Rolle mehr. Die EU-Sanktionen gegen Weißrussland haben bereits bei der dortigen Regierung Wirkung gezeitigt, nämlich dahingehend, dass Lukaschenko seine Grenzen nach Europa nicht mehr sichert und ungehindert sogenannte Flüchtlinge passieren lässt. Das ist, scheint so gewollt zu sein im Land des Multikulti-Wahns. Die Wahlen in Weißrussland seien weder fair noch frei gewesen, lese ich im Antrag. Ja, das ist wirklich unerhört. Vor allem, weil das ja bei uns ganz anders ist. Stichwort Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Die musste auf Geheiß der großen Führerin rückgängig gemacht werden. Aber wir müssen ja gar nicht in unser Nachbarbundesland blicken. Erinnern wir uns an die Listenstreichung der AfD bei der Landtagswahl, die der Sächsische Verfassungsgerichtshof auf unseren Antrag hin für grob rechtswidrig erklärt hat. Bevor wir anderen was von Demokratie und Rechtsstaat erzählen, sollten einige hier im Freistaat erst einmal vor der eigenen Tür kehren. Kollege Ulbricht, gestatten Sie eine Zwischenfrage an Mikrofon 5? Bitte schön, Herr Kollege. Kollege Löffler, bitte schön. Sehr geehrter Herr Kollege, die Frage, waren Sie schon mal in der Republik Belarus und wenn ja, wann war das? Also in Weißrussland? Nee, war ich noch nicht. Ja. Ich hatte auch noch nicht das Vergnügen in Saudi-Arabien übrigens. Ja, ich war schon fast am Ende. Wir lehnen den Antrag der Koalitionsfraktionen selbstverständlich ab und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.